Es ist der Tag der Underdogs im Sportforum Hohenschönhausen. Beim SCB-Fechtpokal der Altersklasse U20 bestimmen die Außenseiter das Geschehen. So auch der 16-jährige Fechter Robin Boschek. Im Florett lässt er seinen Gegnern keine Chance. So zieht er am Ende verdient ins Finale ein. Davon ist der Youngster selbst ein wenig überrascht. Also als ich hier ankam, habe ich echt nicht viel erwartet. Aber ja, mit den Direktorscheinen wurde es irgendwie immer besser. Und das Fechten hat sich auch einfach viel besser angefühlt und ich hatte super viel Spaß heute. Und den lässt sich Robin Boschek trotz der knappen Finalniederlage gegen Max Albers nicht nehmen. Auch nach den harten Gefechten bleibt es unter den Sportlern immer fair. Das sehen auch die Kampfrichter vor Ort genauso. Ich fand, es war heute eigentlich eine sehr gute Stimmung. Es war wenig Stress. Manchmal gibt es wirklich Trainer, die sehr viel schreien und heute war es echt eine gute Stimmung. Als große Favoritin geht bei den Damen Elina Annalena Taubitz an den Start. Fast unbedrängt zieht die an 1 gesetzte ins Finale ein. Dort jedoch verliert sie überraschend gegen ihre Kontrahentin Joy Frigeski. Ich bin super aufgeregt. Ich habe mit dem Ergebnis halt nicht gerechnet. Vor allem das Finalgefecht hat mich sehr gefreut. Es ging sehr gut für mich aus. Warum der heutige Titel für die 17-Jährige kein Zufall ist, das verrät sie uns zum Schluss. Ich glaube, viele würden sagen, dass ich sehr aktiv fechte und ohne Kopf. Ich bin sehr spontan und lege einfach drauf los und höre selten auf meinen Trainer. So sind Spontanität und Mut die Erfolgsfaktoren im Fechten. Und das nicht nur für die vermeintlichen Underdogs.